Buongiorno. Seit langem mal wieder. Also nicht nur, weil ich letzte Woche nicht aufgenommen habe. Auch weil es mal wieder Montag stattfindet. Ja. Freddo, fa freddo, fa così freddo. Wollen wir starten? Habe ich irgendwas zu erzählen? Irgendwie nicht. Doch, was so letztens passiert ist vielleicht. Aber nur. Ich habe zwei Solo-Podcasts rausgebracht. Einmal Tor 4 und Bullet Train. Die beiden. Und gestern war es, glaube ich. Oder vorgestern, weiß ich nicht. Tenebre. Mit Ralf gesprochen im Podcast auch. Ja, das sind so drei jetzt in der Woche einmal rausgehauen. Auch ein bisschen dumm so, anstatt das so irgendwie so wisch nochmal scheiß drauf. Egal wann. Und sonst war nix. WQF kam nichts. Doch, WQF kam die Folge mit den Masala Code raus mit Tom und Tino. Tom und Tino. Tino und Tom. TT. Eine Folge nur zu dreimal R. Ich sag jetzt nicht RRR. Hab's damit getan und sind wieder raus. Die haben wir. Und jetzt kommt dann. Nächste Folge kommt raus. Sprechen wir über The Gray Man. Der neue auf Netflix. Mit der Ryan Gosling. Tempel des Todes, Indiana Jones und Goodfellas. Che bravi ragazzi. Quei bravi ragazzi. Ja, wie Italienisch heißt. Oder hieß damals. Quei bravi ragazzi. Eigentlich ein geiler Titel auch so. Also, ist ja übersetzt, aber irgendwie hört sich's cool an. Quei bravi ragazzi. Allora, und wir. Starten einfach direkt mal. Das habe ich gesehen. Warte mal, ich guck mal hier bei Diary. Ja. Love and Thunder habe ich gesagt. Ach, Minions habe ich gesehen. Im Kino. Oh, meine Nase, ey, so Allergiesession, ey, das ist echt so nervig. Richtig nervig. Das ist echt. Und dieses warm, kalt hin und her und alles, ey. Kann einfach nicht mal konstant irgendwas sein. Ah, nee. Ich muss erst noch was anderes erzählen. Oh Mann, jetzt habe ich es gerade gesehen beim Rotzen. Und da habe ich runtergeguckt und da habe ich die Sachen liegen. Meine Geschwister aus Italien gekommen. Jetzt erst Donnerstag, Wochenende Restaurant wieder aufgemacht. Und die haben mir Filme mitgebracht aus Italien. Einmal. La Ciociara mit Sophia Loren und Jean-Paul Belmondo von Vittorio De Sica. Den habe ich sogar schon mal gesehen. Ist aber ewig her. Freue ich mich voll. Ich hab den nicht. Mega cool. Ist das sogar eine Blu-ray? Nee, das ist nur blau wegen Rai. Mega. 1960. Cool. Bei Cannes anscheinend hat er gewonnen. David Di Donatello, okay. Nastro d'Argento, Premio Oscar, Golden Globe, Premio BAFTA. Okay, da werden wir dann, wenn ich den Film gesehen habe, nochmal eine ausführlichere Rezension. Mega. Freue mich drauf. Wer ist der Jean-Paul Belmondo? Ah, ich habe wieder den Dings-Fokus ausgemacht. Nee. Dann. So, Komödie. Pensavo fosse amore, invece era una. Calesse. Calesse. Massimo Troisi. Mir fällt den Namen immer nicht ein. Massimo Troisi. Woher kennt man den? Aus Der Postmann. Der Postmann zweimal klingelt. Nein. Der Postman. Ciao, was geht? Ist das Sada? Oh, ich muss hier noch das Ding anmachen, sonst sehe ich das nicht. Shit. Mein Shit.
Oh, das ist Sada. Ciao. Oh, alles cool. Bei mir jedenfalls. Nein, nicht wirklich. Wie immer so, ne? Ich hoffe, dir geht's gut. Allora. Und der Typ, der hat viel geschrieben, ist einer so der großen Komiker in Italien gewesen auch. Den hat man auch so den italienischen Steve Martin genannt. Auch so Stimmenimitat, so ein bisschen so verrückter und körperlich. Der war auch in so einem Trio mit. Kennt ihr alle nicht. Aber man kennt ihn als Darsteller halt für Der Postmann. Und der hat auch mitgeschrieben und mitregiert so ein bisschen sogar. Und der ist da kurz nach Der Postmann gestorben. Tja, weil er auch zu spät sich kurieren hat lassen, weil er dann auch wegen hier Arbeit an dem Film und so, Der Postmann. Egal, den kenne ich nicht. Jedenfalls glaube ich das nicht. Haben sie auch mitgebracht. Ja, cool. Dann Piedone Spiro. Spiro. Mit Bud Spencer, das ist hier, ich glaube, da heißt die dann in Plattfuß auf Deutsch. Weißt du das, oder? Ja, geht schon. Ja, geht schon. Also auch gerade so, naja, ist noch zu früh, oder was? Auch von der Titanus, der einzige große Film, die damals alles gemacht hat. Ja, kenne ich natürlich, aber cool auch zu haben. Ich habe so keine Collection, Bud Spencer oder irgendwas, okay. Dann, da habe ich mich richtig drüber gefreut. Oh. Tutti stanno bene. Von Giuseppe Tornatore, der auch Cinema Paradiso gemacht hat, zum Beispiel. Und der ist halt, das ist glaube ich sein zweiter Film oder so. Nee, das war der Film nach, also nach Cinema Paradiso war ja schon sein zweiter, der dritte oder so. Marcello Mastroianni, Hauptdarsteller war der, der Film ist von dann 91 oder so, von 1990. 1990 ist Fellini gestorben, hat er seinen Ehren-Oscar erhalten. Und ist dann echt im selben Jahr gestorben. Und Dings doch kurze Zeit später, 93? Oder 96? Warte mal, oder ist Fellini 93 gestorben? 93 und 96, dann Fellini, boah, shit, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall in den Zeitraum irgendwie. Und der ist richtig schön. Ich habe den nie von Anfang an gesehen. Der lief auch immer im italienischen Fernsehen in Italien. Dann sehe ich. Wie heißt der denn auf Deutsch? Allen geht's gut, heißt glaube ich einfach übersetzt. Everything good? Wie sagt man das denn dann auf Englisch? Da gibt's nämlich ein Remake mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Kate Beckinsale, Sam Rockwell und irgendjemand noch, den man kennt. Oh, es ist 9 Uhr. Und den habe ich dann gesehen und dachte so, irgendwo kenne ich die Geschichte. Und da habe ich nochmal nachgeguckt und dachte ich, ach, von dem, Tutti Stanno Bene, da wollte ich ihn unbedingt nochmal sehen. Gerade auch von Giuseppe Tornatore, Marcello Mastroianni, mega. Und es ist allgemein, jetzt hör doch mal auf. Und es ist allgemein eine richtig schöne Geschichte. Die ist richtig schön, die Geschichte von Tutti Stanno Bene. So ein Familiending und hier auch leicht. Und Giuseppe bringt ja bestimmt noch den künstlerischen, wichtigen Aspekt rein und die Feinfühligkeit. Im Gegensatz zu dem Remake, das ist so ein okayer. Kommerzieller Blabla dann, ne? Geht auch 2 Stunden hier, also da freue ich mich auch richtig drüber. Tutti Stanno Bene. Und dann haben sie mir noch von Matthew McConaughey, gibt es ja hier sein, so halbbiografiemäßig so ein bisschen erzählter. Und ich kenne auch diese ganz normale Taschenbuchversion. Und diese, ja, und eingebunden, aber die hier ist ja ganz anders. So laienmäßig und Blabla, ja. Voll schön. Muss man gerade aufmachen. Hey du. Abri. Ach, guck mal hier. Ampel, Ampel. Was ist das denn? Also. Ist da was hinter noch? Moment mal. Oh. Wie ist denn nur so? Wirklich. Crazy. Und hier ist das. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auf Italienisch. Wieso ist das auf Italienisch? Der ist auch Amerikaner, aber sie hat. Jetzt haben sie in Italien gekauft, ey. A volte la vista delle ospiti ha un solo nome, il tuo. Guck mal, hier ist einmal so. Dass wir die Karte, was wir vorne gesehen haben. Hinten nochmal. Qual è la tua storia? Per scelta, avvocazione, buona fortuna.
Und hier sieht das drin jetzt aus, ganz normal, dann, ne? Ach nein! Ach so, jetzt check ich das erst. Ach, das ist Il Diario. Il viaggio, il tuo viaggio, la tua storia. Il tuo viaggio, la tua storia. Allora, das ist einfach. Das ist ja schön, deswegen wundert mich schon, das wäre Quatsch gewesen. Dann gibt es. Auch ein bisschen bescheuert, ne? Dann hat Matthew McConaughey sein Ding aufgeschrieben, so, noch nicht mal eine richtige Biografie. Und jetzt verkauft er dann so Sachen, da kannst du dann. Ach, wie soll ich das jetzt halten hier? Da kannst du dann selber reinballern. Und zwischendurch stehen mal so kleine Sachen, aber so selber Tagebuch schreiben. Ja. Firma qui. Greenlights, Il Diario, Matthew McConaughey, Tuo Viaggio, La Tua Storia. Okay, deswegen, ich dachte schon, soll man da irgendwas hinschreiben? Tutti ci facciamo delle domande. Racconta una storia d'amore sulla tua famiglia. Andiamo a vedere un po' di cose, non so, ok. Cuore, una verità, conosci una verità che hai visto è una verità che racconti chi io non sono. Ok. Funny. Funny, funny. Not bad. Ja, so ein paar Sachen mitbekommen. Allora, jetzt. Studio, Studio. Minions, war ich im Kino. The Rise of Gru. Also auf Deutsch dann, weiß ich nicht. Hat er einen Untertitel gehabt? Müsste er ja eigentlich haben, ne? Irgendwas Bescheuertes wieder? Weiß es nicht. The Rise of Gru. Auf der Suche nach dem Miniboss. Ah ja, so. The Rise of Gru. Auf der Suche nach dem Miniboss. Okay, why not? Brace yourself, ja. Na, guck hier, Sara hat ihn gesehen, 3,5 Sterne. Guess hat ihn gesehen, 3,5 Sterne. Oliver würde ihn gerne sehen, noch keine Sterne. Nach dem ersten Teil hat er nicht auch in 60er, 70er gespielt? Da war auch Beatles und so. Und Beatles? Nein, das ist ja der Zeit. Was war so 70er, ne? War das Ende 60er, Anfang 70er? Man, das spielt jetzt auch in den 70ern hier. Geschichte. Der Gru steht auf die Vicious Six. Das ist so eine Verbrecherbande natürlich. Die Marke natürlich. Immer, immer selber der große Verbrecher werden. Und die haben so einen besonderen Stein irgendwo da, so Indiana Jones mäßig gefunden. So ein Amulett, so mit Diamanten drin oder sowas. Irgendwas Besonderes, was auch so Macht verleiht und zaubern kann fast schon. Einen haben sie verloren, die sind nicht mehr die Vicious Six, die sind Vicious Five. Und starten jetzt so einen Aufruf, so ein Vorsprechen für den sechsten Neuen. Und da ist Gru natürlich auch eingeladen, also das heißt, er wurde auch eingeladen. Freut sich wie ein kleines Kind, was er da auch noch ist. Keine Ahnung, wie alt er da ist. Der geht auf jeden Fall noch zur Schule, so kindermäßig. Und ja, der erste war auch in dem Zeitraum. Dort lernen sie Klein Gru ja kennen. Genau, da lernen sie ganz zum Ende. In dem ersten Minions lernen die den da kennen. Voll schön und so. Und dann freue ich mich auch, weil die Minions an sich, das ist schon witzig gemacht, der erste hat mir auch gefallen. Habe ich mich aber gefreut, dass Gru da ist irgendwie. Und habe auch gehofft, dass er im zweiten noch wirklich länger da ist. Also er ist auch nicht. Komplette Strecke, ne? Es wird so geteilt, Hälfte, Hälfte. Vielleicht ein Ticken mehr sogar Minions. Ja, doch, Hälfte, Hälfte, würde ich sagen, insgesamt. Doch, doch, Hälfte, Hälfte. Und somit ist es so wieder so ein halbes Minions-Ding. Also es ist schon wieder so mehr Gru. Es ist so wirklich der Übergang dann, falls hier noch ein Teil kommen sollte, zu den ich einfach unverbesserlich Teilen, die ich auch super finde. Aber ich glaube, den dritten habe ich noch nicht gesehen, da muss ich noch gucken. Freue mich drauf. Wo war ich jetzt? Geschichte, genau, Amulett, Vorsprechen. Dann geht der Gru hin, natürlich wird er nicht für voll genommen, weil er noch ein kleines Kind ist und so. Und er ist natürlich auch ein bisschen, wie das bei Vorsprechen so ist. Und nicht nur Vorsprechen, es sind ja auch seine Helden gleichzeitig. Das ist ja nicht so, als würde er in den Job so hingehen und bla bla, weil er hat es schon drauf. Und hat coole Erfindungen und ist schlau und so und alles. Aber das kommt dann nicht zur Geltung. Sondern in dem Moment, dann schnappt er sich das Amulett, in dem Moment, in dem sie nicht aufpassen, weil da schon weitere Leute reinkommen zum Vorsprechen. Haut ab, das kriegen die Vicious mit und wollen dann hinterher. Und jetzt geht es darum, dass die natürlich dieses Amulett wieder haben wollen, die verfolgen und so weiter. Dann haben wir so ein dickes Minion, was ja auf dem Cover hier ist. Otto, der ist so ein, wie sagt man, so ein Verpeilter. Also richtig verpeilt, dem immer so dumme Sachen passieren und der das Amulett dann verliert oder eintauscht, eigentlich witzigerweise. Ja, so jetzt mal ganz grob.
Und dann haben wir noch eine Figur, einen von den Vicious Six, der wird von Thomas Gottschalk gesprochen. Ja. Und der hier, jedenfalls hier in Deutschland, ich weiß gar nicht, von dem er wirklich gesprochen wird. Weiß ich jetzt gar nicht. Also im Original sprechen hier Jean-Claude Van Damme, Steve Carell, Russell Brand, Alan Arkin, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Michel Yao. Ja, Michel Yao ist auch geil. Dann trainieren die Minions einmal, dann trainieren die Kampfsport, wollen unbedingt lernen. Das ist auch so lustig. Das ist auch schon gut. Und ich mag ja immer, wenn irgendwas mit Kampfsport und so zusammenhängt. Und das ist schon cool gemacht auch. Wirklich. Dann auf einmal über seine Kampfsport-Session habe ich mich voll gefreut. Kung Fu. Ja, der macht wieder Spaß. Geschichte ist natürlich 0 auf 15. Tausendmal gehört. Oder gesehen. Das gleiche, aber nichts Neues. Aber es ist halt witzig, ist charmant. Auch schön. Auch gerade zum Ende wieder hin und ist eigentlich genauso gut wie der erste. Aber der erste ist so ein bisschen größer, da ist so ein bisschen mehr los irgendwie. War ja auch keine neue Geschichte. Aber ich würde jetzt sagen, sind jetzt so gleich gut. Vielleicht ist der erste so ein mini, mini, mini Ticken besser. Aber weil Gru da ist, mag ich das wieder so ein bisschen mehr in dem zweiten. Ja. Auf jeden Fall wieder empfehlenswert und so. Hätte man nicht gedacht, auch wenn man überlegt, so was hat denn jetzt hier? 3,5 Sterne bei Letterboxd. Und hier findet ihr ihn auch alle gut und ja, auf jeden Fall sehenswert, macht Spaß. See. Meine Nase kitzelt. Du hast schon Luck gesehen, habe ich gesehen, Sardan, und fand's den auch ganz gut, ne? Das Einzige, was ich nicht habe, ist ja Apple TV, das habe ich nicht. Muss mal gucken, wie ich den. Nehmen sie nicht viel, ne? Ja, guck, da bin ich auch. Und das ist auch super, dass sie es so hinkriegen. Überleg mal, das ist echt von einem Drei-Trilogie ist das ein Spin-off und das hat auch schon seinen zweiten Teil. Und klappt. Da muss auch nicht, wer weiß, was sein und sich da rausballern, Mann. Es sind Minions und die Minions für sich stehen ja schon für sowas Witziges, einfach Humor. Man mag einfach, wie die Minions dann diese ganzen Sprachen, ne? So ein bisschen Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, so alles so durcheinander labern und so. Müssen wir mal so ein Making-of irgendwie angucken, wie die das machen, wie sie sich das überlegen, ob die dann ein bestimmtes System haben, wie die das mit der Sprache machen. Aber man freut sich jedes Mal, wenn da, ah, da ist ein italienisches Wort gewesen, und da wieder und so, ne? Auch Giacomo gerade, der war auch im Kino damit, ne? Und der checkt das ja dann auch sofort, schon witzig. Allora. Dann Thor Love and Thunder, habe ich den Solo-Podcast natürlich gemacht, der war echt ein bisschen, da habe ich auch alles vergessen fast. Weil das zu lange her war, so ein bisschen. Aber egal, so Minions, dann habe ich Kung Fu Hustle gesehen. Mal wieder. Und mit Giacomo, weil der Kampfsportfilm, und da dachte ich, komm, guck ich den mal wieder, habe ich damals im Kino gesehen. So, was sieht hier? 4 Sterne von André, 3 von Guess, 4 von Oliver, 4 von Dominik, 4 von Sarah, 3 von anderen Dominik. Und ich, damals im Kino, boah, ich war so verliebt in den Film. Ich war so verliebt in den Film. Also, ich kannte Steven Chow sogar schon. Das war, glaube ich, der erste Film, der in Deutschland auf Deutsch auch rauskam und dann auch direkt ins Kino. Und ich kannte von Steven Chow halt schon Shaolin Soccer. Weil ich halt so mega Kung-Fu-Film-Fan war und dann auch Fußball. Das war natürlich in meinen Teenie-Jahren das Beste. Und dann habe ich ihn importieren lassen. Und der war ohne englischen Untertitel, ohne alles aus Asien und habe den geguckt. Und dann habe ich diese fucking DVD, habe ich dann verliehen und nie wiederbekommen. So viele Filme verliehen, nie wiederbekommen. Kung-Fu Hustle, ne? Ja, ey, das Kino war voll. Und dann musste ich mich so totlachen. Beim ersten Mal, ich musste mich so totlachen. Ich weiß noch ganz genau. Ich weiß noch ganz genau. Und am nächsten Tag fragt mich eine Mitschülerin, Alessandro, warst du gestern im Kino zufällig in Kung Fu Hustle? Sagst du, ja, ich hab dich lachen hören und so, ne? Weil ich hab diese komische hohe Lache oder so manchmal. Das war so schön, ey. Shaolin Soccer, super, Leute. Wenn ihr euch gesehen habt, so richtig übertrieben, halt so wie Kung Fu Hustle. Und Kung Fu Hustle nimmt halt so dieses schöne Noir-Style und so am Anfang auch gerade, nimmt diese coole Musik und nimmt so einen Humor, den mag ich so gerne. Den habe ich auch später immer so nachgemacht, ist übertrieben, aber ich mag dieses, wenn die Figuren da so weglaufen und so, ob es die Frauen oder Männer sind und dann dieses so. So in Zeitlupe, so ganz langsam, ich finde das so geil, Alter. Und auch Steven Chow spielt ja aber sehr wie auch mit, ne? Macht Regie. Er macht fast alles, ist auch richtiger Martial Arts Heini. Und es wird halt diese Kung-Fu-Filme der Oldschool gleichzeitig mit diesem Mafia-Ding und so, Gangster-Ding hochgenommen. Und das mit so einem, wie gesagt, es ist CGI, so viel CGI,
nicht das Beste, für die Zeit auch echt gut, muss man sagen. Also wirklich. Und wird halt aber hauptsächlich auch für den Humor genommen, für witzige Sachen, die da passieren. Also, ich mag das voll, ich mag den immer noch voll gerne. Klar, ist nicht mehr so, dass so witzig wie am Anfang. Und damals habe ich gedacht, erstmal ist witzig, er übertreibt, er ist stylisch, aber trotzdem nimmt man ihn als für sich auch ernst irgendwie. Weil das Tunheim, da sind sie in diesem riesen Wohnhaus, sind dann, also, ich erzähle mal kurz die Geschichte. Wir haben dieses riesen Wohnhaus da, so ghetto-mäßig, verarmt. Die wohnen da alles, sind zwei Vermieter. Und die beiden sind auch so ein bisschen so, wie soll man sagen, alles egal, Hauptsache Kohle her und so, sind so ein bisschen laut. Gerade die Frau auch, die ganze Zeit eine Zigarette im Mund. Der Typ macht hier die Weibers an. Witziges Ehepaar. Und halt, wie gesagt, die Vermieter. Und irgendwann kommt halt diese, die Mafia an, hier die Axtgang. Und die Axtgang wollen alle fertig machen. Aber dann stellt sich heraus, unter diesen Einwohnern da sind drei Kung-Fu-Kämpfer. Und die haben es voll drauf. So einer, der die geilen Tritte macht. Einer hat so eiserne Arme, der hat so dann Ringe so um den Arm, der ist eigentlich nur Schneider. War das der Schneider? Ja, ich glaube schon. Und ein anderer, der kann hier mit Bo-Technik, ne, mit dem Stock. Und da machen die alle fertig. Und das ist dann cooles Kung-Fu auch. Es ist auch gut choreografiert eigentlich. Dass das auch noch zur Geltung kommt. Das ist nicht irgendwie so, ja, wir können und so, und dann machen wir da so einen Tritt. Sondern das ist auch alles gar nicht schlecht gemacht. Das hat mich damals auch fasziniert. Jetzt denkt man natürlich wieder, ne, ist okay, ist nicht das Allerallerbeste. Wir haben jetzt schon mehr gesehen oder es gibt auch gerade bla bla oder vorher schon bessere. Aber er hat von allem macht er was gut halt auch. Und dann tun einem diese drei Figuren, wenn dem was passiert, auch leid. Das ist auch gleichzeitig mir jedenfalls. Dass auch da so viel dann echte Dramatik drin ist. Ich meine, dann ist da auch so eine schöne Szene, unser Steven Chow, der erst so ein Arschloch die ganze Zeit ist und sich dann zum Helden entwickelt, auch auf eine witzige Art und schnelle Art und Weise. So ein bisschen Matrix-like ist es auch. Ich meine, es ist 2004, Matrix war, ne, vorher, 5 Jahre vorher. Also der Auserwählte, was auch diese Geschichte ist und alles. Und dann sind die Vermieter, und ich will ja auch nicht zu viel verraten, auf jeden Fall ist auch so eine kleine Liebesgeschichte, Vergangenheitsgeschichte drin mit so einem Lolli. Und die ist auch so süß und schön irgendwie. Die ist natürlich auch so voll plakativ drauf und so klassisch, aber die kriegt mich auch so ein bisschen. Auch gerade zum Ende hin dann mit den beiden. Also ist echt schön. Ja. Ich mag den voll gerne. Also total. Ist richtig lustig auch, dieser Humor dann auch. So, wenn die beiden, so zwei Mafia-Bosse, zusammen im Auto sitzen und dann auf einmal sitzt, vor dieser Angst haben. Die ist süß, die Liebesgeschichte, ne? Voll süß ist die. Weil er die schafft, er mal übertreibt dann auch so ein bisschen wieder mit dem, dass die anderen Jungs immer so auf ihn drauf pinkeln, das wieder zeigt und so, ne? Weil sie ihn fertig machen. Aber die ist, die hat was. Und das ist das Gleiche bei Shaolin Soccer, ist ungefähr dasselbe, so mit der Liebesgeschichte auch. Das ist schon lustig auch. Da ist es dann nicht so eine, müsste auch gucken, wenn man den irgendwie kriegt. Gibt's den irgendwo? Ich weiß gar nicht. Deswegen, Kung Fu Hustle ist wirklich toll. Und Steven Chow, das ist witzig, ich habe nur die beiden Filme auch gesehen. The Mermaid kam ja später, der soll auch sehr gut sein, 2016. Der soll irgendwie noch auch übertrieben und mehr so ins Liebesding gehen. Hier 3,1, okay. 3, 3,5 von den beiden. Muss sie ja nicht sehen. Und hier die anderen sind bestimmt auch gar nicht so schlecht. Von Beijing with Love. Der macht schon hier The New King of Comedy, King of Comedy. Der mag auch das westliche Kino und versucht das, ist natürlich auch voll inspiriert und so. Ja. Mag ich. Also Kung Fu Hustle ist bei mir auch 5 Sterne dann eigentlich so, ne? Wenn man sagen will, ist einfach so, der ist perfekt. See. Und der Endgegner ist auch so heftig. Oh. Ich wollte dir gerade eigentlich was erzählen, was anderes noch, ne? Mit dem Auto. Egal, komm, scheiß drauf. Leiter, nächster Film. Weil ihr müsst euch vorstellen, Shaolin Soccer mit diesem Kung Fu, wie die das da machen, das sind ja auch die gleichen Darsteller, fast alle, ne? Jeder sieht echt genau aus wie, ach, das sieht man jetzt hier nicht, sieht genau aus wie Bruce Lee, ja, der macht dann, der ist der Torwart. Richtig geil. Und die machen dann mit Kung Fu, schießen die, trainieren die, bla bla. Auch für CGI natürlich, sonst wird es nicht gehen. Und dass das überhaupt mal gemacht wurde, weil das ist wie so Kickers oder Tsubasa, wo die so übertrieben haben, diesen Anime-Zeichentrick. Weil er macht sozusagen, schafft er es so Anime in Realverfilmung. Er müsste eigentlich so Sachen, und dann mit seinem Humor und so. Und trotzdem ist da immer eine Dramatik drin, die einen interessiert. Und Leute, die einen leid tun und so auch. Schon echt witzig. Atmosphäre auch super.
Allora, was haben wir noch gesehen? The Outfit. Möchte ich eigentlich dann mit Ralf vielleicht im Podcast besprechen. Graham Moore mit Mark Rylance. Zoe Deutsch ist auch dabei. Ist ein Kammerspiel. Spielt die ganze Zeit nur in seiner Schneiderei. Und ja, vielleicht bespreche ich den Podcast. Ist jetzt nicht, ist ein kleiner Film sozusagen, ne? Also klein, weil Kammerspiele und da passiert nicht so viel. Ja. Deswegen mal gucken. Wenn nicht, dann erzähle ich dann irgendwann nochmal. Everything, Everywhere, All at Once. Alle, die sagen, muss man gucken, soll man gucken. Hier ist wieder Michelle Yeoh. Kerry Kwan ist dabei, ne? Hier kennen wir aus jetzt eben Tempel des Todes, der jetzt hier bei WQF kommt. Und Jamie Lee Curtis ist dabei, James Hong und bla bla bla. Soll ich da, ich weiß nicht, ob ich da auch was machen will zu A24-Film. A24-Film. Chin. Ja, ich glaube, ich mache da noch was extra zu. Boah, der hat 4,5, alter Falter. Sada hat 5. Guess hat 4,5. Adrian 4. Manu 4,5. André 3,5. Und die wollen ihn noch sehen, alle. Basti will auch noch sehen. Oliver auch. Und ich muss sagen, am Anfang ist es so, dass der Film so ein bisschen für mich dann zu sehr gewollt, weil ich auch schon diesen Hype so mitbekommen habe von allem, zu sehr, dass man glaubt, zu gewollt irgendwie so crazy ist und super crazy ist. Ich meine, jetzt habe ich gerade Bullet Train, habe ich kurz danach gesehen, dann Kung Fu Hustle, so diese ganzen Übertreibungsdinger. Wir machen einfach auch voll crazy, was jetzt ja auch alle irgendwie tun. Und das war's. Und der ist lang, ne? Warte mal, der geht doch, der geht 2 Stunden 20. Und dann fand ich den unterhaltsam und ganz cool. Aber die Choreografie nicht gut genug. Ich dachte, es wäre mal so. Und dann doch so ein paar bescheuerte Ideen, so hier mit den Analplugs und sowas alles. Also sozusagen Analplugs. Und mit den, aber es war irgendwie dann doch nicht verrückt genug. Und ich dachte, es wird noch mehr. Die Mutter-Tochter-Story hat mich voll bekommen, Herr Protz, und was soll, vielleicht ist das so ein Frauen. Nein, nein, warte, ich bin ja nicht dabei, Herr Sada. Und dann ist das natürlich wieder alles? Also, die. Ach, und dieses Dimensionsding, ne, witzigerweise, Multiverse, weil das gerade Marvel und überall ist. Ich muss ja erzählen, eigentlich, worum es geht. Es geht darum, dass Michelle Yeoh wird von ihrem Mann, Kerry Kwan, erzählt, dass sie so in andere Dimensionen springen kann und sie brauchen Hilfe, weil eine bestimmte Person halt durchdreht und irgendwie alles zerstören will. Wie war das nochmal? Und jetzt ist es so, es gibt halt tausend Versionen von ihr, dieses Dimensionsding, ne? Sie als, ne, das Leben beginnt und du trittst, machst dann doch eine andere Entscheidung, gehst nicht studieren, sondern gehst direkt arbeiten, sowas Dummes, oder verliebst dich in den Mann und heiratest ihn oder verliebst ihn eben nicht und deswegen gibt es dann immer viele Versionen. Du bist mal ein Schauspieler, mal arbeitest du da, mal bist du ein Pizzabäcker, mal bist du ein Koch, mal bist du, gehört dir ja wie hier jetzt, wie heißt das denn hier? Waschdings, Mann, wo die Waschmaschinen haben zum Waschen. Wie heißt denn das? Ihr wisst schon, egal. So. Und sie kann jetzt Verbindungen aufnehmen zu allen aus den Dimensionen. Und dann von denen, zum Beispiel die eine ist Kampfsportlerin. Waschsalon einfach, genau. Alter Falter. Mein Gott, ey. Waschsalon. Ich war noch nie in einem drin und so. Ne? Also doch, einmal war ich in einem drin. Da habe ich eine Fotosession gemacht. Für eine andere, die hat dafür eine Eins gekriegt. Fachhochschule, Dings hier, aber die hat nicht Fotografie wirklich, das war Journalismus. Da ist das dann so, da kriegen wir immer lockerer eine Eins, wenn das so ein bisschen abweicht von dem und so, ne? Ich habe mich ganz oft gemacht, habe ich das schon mal erzählt, so. Ich habe immer so Kurzvideos oder Fotosessions gemacht für auch mal im Kino, so im Background. Dann war das so eine Story und so bei Digitalisierung und so. Und dann habe ich da auch eine Fotostory gemacht und so und auch immer eins bekommen, auch für Videosachen und alles. Aber wie gesagt, das war. Ich habe selber ja nie studiert, ne? Aber sowas habe ich dann gemacht, so. Voll witzig, ne? Egal.
Was jetzt weiter, ja. Und da kann sie das immer, diese Talente, sage ich mal, kann sie dann so übernehmen. Um dann zu fighten, weil eben dieses böse Etwas, was groß ist und alles zerstören will und alles ins Nichts auflösen will, was auch witzig ist mit diesem Donut und so, oder Bagel, Bagel was. Aber sie musste halt zu irgendwas Verrücktes immer machen, damit sie diese Connection kriegt. Das ist so diese Idee auch, dass jeder was Crazyes machen muss. Deswegen muss einer mal mit dem Arsch auf den Dildo springen, sowas Verrücktes machen, damit er dann auch diese Power kriegt und irgendwo diese Connection hat. Und dann ist es so, das ist alles irgendwie ganz nett, das zieht sich so ein bisschen, hat auch verrückte Ideen. Da gibt es so eine Welt zum Beispiel, da haben wir so Wurstfinger in einer Dimension. So Wiener Würstchen-mäßig. So lavrige Dinger, schon ein bisschen eklig so. Zum Bleistift. Aber dann, eigentlich fast das letzte Drittel, ist dann, also ist richtig schön, das, was Sarah jetzt geschrieben hat, ne? Dann, weil es ja letztendlich darum geht, dass auseinandergenommen wird, mit dem Leben klarzukommen, mit dem, was man hat und mit den Problemen, die man hat. Wie natürlich schön bebildert hier halt in diesem Kampf und diesem Fight und diesem Fantasy-Ding. So, ne? Das ist halt die Metapher dafür. Und die wird richtig schön. Und ich hört dann aber auch nicht auf. Die wird dann nicht so einmal so, gibt es ein Ende, es gibt sozusagen mehrere Enden. Es geht dann noch mal weiter und noch mal weiter. Und das Tolle ist daran, dass alles, was vorher da gewesen ist, was ich ein bisschen so, ich jetzt nicht so mega toll fand, perfekt dafür genutzt wird, um das zu erklären und weiterzuspinnen. Also alles, was vorher gemacht wurde, die ganzen verrückten Ideen, die ganzen Dimensionen, werden alle wirklich dazu genutzt und gebraucht, um im Finale es auf den Punkt zu bringen und das Letzte rauszuholen. Und halt diese Emotionalität rauszuholen und das Verständnis für diesen Mutter-Tochter-Twist. Zwist. Ne? Und genauso auch natürlich Mann zur Frau. Das ist echt schön, Alter. Oh, das ist echt gut. Und dadurch schaffen die es, eine ganz banale Geschichte, die wie immer ganz banal ist. So wie Nummer 15 auf schlaue filmische Art und Weise was besonders rauszuholen und einen so auf eine ganz besondere Art zu berühren. Ja. Also deswegen ist er am Ende richtig geil. Und erst war so, naja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn du erst, aber vielleicht finden manche finden es ja von Anfang an mega geil und sind nicht so, dass ich sage so, okay, ist okay. Und ganz gut und mal besser, mal schlechter die Ideen. Vielleicht ist das ja so irgendwie, ne? Und bei den anderen ist es aber so von direkt von Anfang an oder finden das nur geil und am Ende nervt die vielleicht diese Liebes-, also diese ganze Geschichte und so, ne? Ja, pff, die mit den Steinen ist so heftig. Die ist echt gut, ey. Oh, die ist echt gut auch. Weil jetzt denkst du wieder, als sie das erste Mal diese Szene mit den Steinen zeigen, denkst du auch wieder so, okay, ist wieder eine nette Idee. Dann zieht die sich und es wird schöner, die Idee und besser, weil die nicht einmal so kurz so, ha, witzige Idee und wieder weiter geht's. So, das erstmal, beim ersten Mal schon, weil man erstmal denkt, ja gut, jetzt machen sie noch was Verrücktes, sind die Steine in einer Dimension. Dann lassen die Szene aber lange laufen. Mit Untertitel. Und dann wirkt diese Szene. Und dann wirkt die später, wenn dieses alles so auf einmal kommt, dass diese Connection zu den ganzen Sachen, die passiert sind und die ganzen Personen und jeder eine Verbindung hat und jeder erklärt wird und nichts umsonst ist, wird das noch heftiger. So, wir gehen jetzt zum nächsten Film, das ist jetzt zu viel. Also guck dann auf jeden Fall. Es ist halt mega Kino halt so, ne? Ja, genau. Weil dann schafft er mit allem Blödsinn, den er macht, der so Spaß machen kann und einfach nur so unterhält, in Anführungsstrichen, und verrückt ist, gibt ja am Ende, ist das quasi Substanz. Das dumme Witzige ist quasi dann Substanz für alles. Und das ist das Witzige, wie das umkehrt. Das ist nicht so, das ist so krass, wie gut er das macht. So, weiter geht's. Deswegen muss man eigentlich da nochmal mehr zu machen, irgendwie. So, was habe ich noch gesehen? Ja, das war's, ja.
Also Bullet Train Podcast, Tenebre Podcast, warte mal, Tenebre, da habe ich hier auch die Links wieder drin. Ich habe jetzt, weil, ey, wir haben da so viel gelabert am Anfang und so viel Schrott, ne? Also ich mag das ja eigentlich so ein bisschen, wenn man locker labert und nicht immer sofort zum Film geht, aber ich weiß auch, wie das nerven kann und da war richtig dummes Zeug eigentlich. Und deswegen habe ich jetzt noch hinterher bei Spotify und bei YouTube, also überall Podcast ist, habe ich da noch ein Kapitel gesetzt. Weil das, ich habe gesehen dann, als ich das Kapitel gesetzt habe, das sind 7 Minuten, Alter. Oder 8 Minuten, bis wir zu dem Film kommen, wo wir anfangen. Und dann auch noch so dummer Quatsch, ne? Überleg mal, da kommt einer, der sagt so, oh, Tenebra, gibt's nicht so oft das Podcast. Und dann höre ich mir das an, der noch gar nicht kennt, und dann hört den ganzen Quatsch am Anfang. Da muss er auch denken, die sind doch bescheuert. Ich meine, selbst wenn man uns kennt, denkt man vielleicht, das ist bescheuert. Aber wenn man uns kennt, denkt man natürlich so, okay, und hört sich das eher an, als wenn man jetzt hinkommt. Da hätte ich dann auch schon keinen Bock mehr. So allen Blödsinn da reingehauen. Also wirklich alles. Von dummen Stimmimitationen über, da wird man angerufen und dann Quatschlaverei und irgendwas mit Restaurants. Pff, nur Blödsinn. Deswegen habe ich jetzt einen Kapitelmarker da reingesetzt. Ich hoffe, das sieht man, ey, die Leute und überhaupt. Das ist schon echt dumm. Guck mal hier, 4,5 von Guest. Da muss ich immer noch die Dings hören, die Rezension von denen. Aber den hat ja Dings abgestraft, Lee. Und dann habe ich da nicht so richtig Lust drauf. Ist ja okay, wenn die den nicht mag und so. Das sage ich nicht. Weil, wie gesagt, gestern mag ich ja auch voll Jolly und so weiter. Ne? Der fand ja nur nicht den Dings gut, den wir bei ihm besprochen haben, weil das nicht so sein Ding war. Und das ist ja auch so mit der schlechteste fast. Also, ne, das ist gut, aber mit der schlechteste so von den Argento. Und wenn der ihn nicht anspricht, vielleicht auch beim zweiten Mal gucken. Und das ist natürlich was ganz anderes als Tenet, oder das sowieso, ne? Aber, und Ralf mag jetzt ja anscheinend auch dann Charlie. Oder den auf jeden Fall. Mal sehen, jetzt besprechen wir vielleicht Crystal Plumage. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ja, aber ihr findet ja alle gut. Hier, Sarah 4,5, Dominik 5, echt. 4,5 von Manu. Hast du denn schon gehört, Sada? Ach, sag ja. Bram, bam. Ja. Sollte man eigentlich. Ist auch 3,7 für so einen Film, Alter. Also für so einen Genrefilm, ne? Übertrieben, denke ich nochmal. Könnte man nochmal in so viele Staffeln ab. Haben auch wieder so viel vergessen, was wir eigentlich noch sagen können. Aber vielleicht kommen wir darauf, wenn wir dann nochmal vergleichen mit dem anderen Argento. Könnte dann auch sein. Wollte ich noch was dazu sagen? Ich glaube nicht. Ja, da sind die Links, wie immer. Bullet Train. Ja. Tor. Das war's, glaube ich. Wollen wir mal gucken, was ihr geguckt habt? Home, home, home. Ups. Und danach, ich habe gesehen, dass hier McDonough hat einen neuen gemacht mit. Müssen wir gleich gucken. Colin Farrell und so. Trailer, Trailer. So, Manu, okay, Manu ist ja immer, sehen wir. Dominik? Magst du nicht? Das erste Mal gesehen. Komisch. Wieso nicht? Magst du Edwige Schwenig nicht oder was? Sonst, ne? So, 4 von Mel, 4 von links. Ah, ich weiß es nicht. Es war vielleicht nicht der Beste. War richtig, also schlecht fand ich den jetzt auch nicht. George Hilton, aber ist auch schon wieder. Was hast du noch gesehen? Hast du den zweimal? Hast du den zweimal hintereinander geguckt? Oder ist das so ein Dings? Oder hast du dich vertan mit dem Loggen? Und du hast nochmal gesehen, hast dann das Ding drin. Oder, Dominik, du hast echt nochmal geguckt, weil du gesagt hast, du willst ja nochmal eine Chance geben. Das kann nicht sein. Let Me In ist das, ich kann das nicht sehen. Ist das Original? Nee, das ist das Remake, oder? Nee, das ist das Original. Nee, das ist Original. Nee. Das ist Remake. Ach, Matt Reeves hat er das ja gemacht, genau, ja, krass. Finden alle ganz gut. Ich weiß es nicht mehr, das Problem ist, ich habe die beide gesehen, ganz schnell hintereinander. Ich könnte die nicht mehr auseinanderhalten, so gefühlt. war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil der war irgendwie so gefühlt gehypt und so. Da war ich erst. Wonderland, der ist ja bei deinem Lieblingsfilm. Ja, ist ja gut, ich gucke den auch jetzt bald. 5 Sterne, hat sonst kein Arsch gesehen. 3,6. So den kleinen Film hier mit den immer mit Mädchen und so, Frauen und so, wie sie sich wieder kennen und dies und das und so, ne? Ist auch mal interessant, also wenn es so schöne Geschichten sind. Mal reinschauen.
was war denn sonst noch? Double Fist, hast du mal das gesehen? Ach, The House. Ach, du hast Dings geguckt. Geht mir auch so. Kann beide Filme nicht mehr auseinanderhalten. Ja, ne? Und dann habe ich die so eng beieinander geguckt und es ist schon länger her. Also es war ja damals. Alter, warte mal. Also das Remake war 2010. Das ist 12 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Das kommt mir wieder vor wie gestern. Das Original war kurz vorher, aber ne, warte mal, das muss ja da hier, ist ja bestimmt, ja. 2008. Also krass. So lange ist das. Ja, gut, da kann ich mich erst recht nicht dran erinnern. Und dann noch beide hintereinander geguckt. Schon heftig, die Zeit vergeht, Mann. So, was waren jetzt hier? Ah, du hast jetzt, letztes Mal haben wir ja diese ganzen Dings besprochen hier, diese Kammerspiele und dann haben wir die ganzen Filme von T-West besprochen. So ein bisschen überredet. Da wollte ich habe keinen geguckt von denen. Keinen von diesen. Ich bin in einer heftigen, prekären Situation-Film, die ich gucken wollte. Und kein. Ja. Und ihr habt. Keiner von euch hat jetzt diesen Film geguckt, da in England, da mit dem Auto, die da so rumfahren und sich verirrt haben, ne? Eieieiei. Jedenfalls habe ich das nicht gesehen. Aber wir haben gedacht, der wäre gut. Hier, Dings hat Edwin 4. 2,5 nur von Dominik. Aber der hat nie eine Spoiler-Dings. Das können wir jetzt nicht gucken. Also jedenfalls schon gar nicht, weil ich glaube, das einzig Gute da sollte der Twist daran sein, ne? Also besonders gut. Okay, Dominik, nicht viel gesehen, aber Dominik war im Urlaub. Er war ja in Urlaub. In Ungarn. Oh, jetzt darf ich dir das überhaupt sagen? Naja, egal. Voll interessant. So, Prey habe ich natürlich auch gesehen schon, aber sprechen wir bei WQF nächste Folge. Also übernächste dann. Die nächste Folge kommt ja jetzt Tempel des Todes, The Gray Man und Goodfellas. So, wen haben wir denn noch? Wo bist du denn, Sada? Luck hast du gesehen. Genau, das hatte ich gesehen. Gute Bewertung. Diesmal sind die Iren dran. Ne? Es wird ja so einfach alle Dings durchgenommen. Aber der ist ja nicht. Von wem ist denn der? Ist der von Apple auch produziert? Nee, ne? Ja, wahrscheinlich, ne? Also der ist ja nicht von DreamWorks oder so. Weil die ja alles. Beziehungsweise Disney meine ich jetzt. Weil die einfach alles durchgegangen sind, ne? Die sind ja einfach alle Länder so, ne? Jetzt Japan, dies, das, China, bla bla. Was war das? Puerto Rico, keine Ahnung, da im Süden und so. Was sagst du? Der war schon lustig und ganz süß. Ja, sind ja alle. Apple Original, okay. Skydance Animation, okay. Also nicht von. Haben die gesagt, jetzt machen wir schnell Irland, bevor Dings das noch macht hier. Und der war ganz schön. Ja, glaube ich auch. Die sind doch alle gut. Ich weiß nicht, wieso die immer abstrafen. So, seitdem hier alles steht Kopf sind, wollen alle immer. Das Megameter und überhaupt und Schlauste und so. Dabei sind die Emotionsfilme immer noch alle richtig toll und so und sollen ja auch einfache Geschichten. Letztendlich sind die ja auch immer noch für Kinder gedacht, ne? Also. Und trotzdem funktionieren sie alle auch für Erwachsene, muss man einfach sagen. Und überlegt. Ja, so. The Grudge, ein Stern. Ja, der war scheiße. Der war im Kino, war ich da drin. Boah, der hat 1,7. Boah, alle hier sind so kacke. Ja, der war echt nicht dolle, ey. Der war auch richtig langweilig einfach. Richtig langweilig. Da denkt man, wie können die das machen? Und der hat auch hier diesen coolen Möchtegern-Giallo gemacht. Hier, The Eyes of My Mother, habe ich gesehen. War interessant. Piercing war ich leider nicht so fasziniert von. Du anscheinend auch nicht. Aber den mag wieder Guess auf einmal. Oh, André findet auch nicht gut. Sarah findet ihn ganz okay. Der war mir zu. Das fängt ganz gut an, aber der wäre mir zu gewollt, irgendwas zu sein, was er aber nicht gut hingekriegt hat. Ja, The Grudge war echt schlimm und nicht in dem Sinne schlimm, wie man es am besten hätte, am liebsten hätte. Ja. Scheiße. Was ist das denn? Carter. Na gut, war eh nicht gut. Schöner Animationsfilm wieder. Ja. Warte mal, wie mache ich das jetzt bei dir, Diary? Carter, I want you. Prey hast du gesehen. 3 Sterne, okay. Dann bist du eher so dazwischen wahrscheinlich, ne? Weil es gibt ja anscheinend jetzt ist so gemischt, voll viele, die mega drauf abfahren und voll viele, die ihn dann umso beschissener jetzt finden. Also richtig schlecht und richtig gut. Du bist genau dazwischen. Oh, Sada hat wieder die Romanvorlage gelesen.
Da gab es eine Romanvorlage für. Dann ist der Film ja noch beschissener, wenn er auf einem Roman basiert und nicht mal ein eigenes Originalmaterial ist. Wenn du sagst so. Minions, ja, hast du gesehen, 3,5. Ach, du hast auch Everything, genau, 5 Sterne und Herz. Ach, Dings hast du geguckt? Ja, der ist doch ganz nett gewesen, ne? Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Blut in der irgendwas. Der war eigentlich ein ganz netter Genrefilm. Chef. Ja. Da ist mein Problem gewesen. Irgendwie war der ganz süß. Ich meine, den mögen 3,7, den mögen 4,4, 3,5. Den mögen voll viele. Aber. Und der ist auch ganz nett. Aber irgendwas fehlt dem Film. Irgendwas fehlt dem. Der wiegt so ein bisschen tot. Dark Glasses, hast du gesehen? 3,5 sah da. Okay. Ja, bis jetzt finden ihn alle nicht so gut. Ich fand ihn auch nicht so gut. Aber ich will unbedingt nochmal gucken, weil ich dem noch eine Chance irgendwie geben möchte nochmal. Vielleicht ist es ja das Moderne. Aber, ja. Wie gesagt, da finde ich dann Malignant oder Malignant immer noch das bessere Neue. Ich möchte sein, ein bisschen wie Giallo Trash, B-Movie von früher. Okay, einfach übersetzt Blutgletscher. Nette Effekte und so, ja. Von der sowieso, ne? Was hatten wir alles, ne? Marrowbone. Marrowbone nur 2 Sterne? Echt? Ich finde den eigentlich. Ich habe sogar ein Herz hingemacht. Ich glaube, ich fand den ganz schön. Weil es wieder so ein spanisches. Guck mal, da sind es noch alle ganz jung und frisch. Unsere ganz tollen Schauspieler. Aber 2017, so lange ist gar nicht her. Alle finden den gut, Sada, nur du wieder nicht. Was ist da los? Fand den Giallo gar nicht so schlecht. Okay. Wie gesagt, ich schaue mir noch vielleicht nochmal an. Also nee, ich wollte auf jeden Fall nochmal schauen. Vielleicht mache ich ihn dann mit Ralf, damit wir nochmal. Also ich mochte den. Ja, hier ist wieder so ein mega Twist, wie bei den ganzen zu der Zeit oder vorher schon diese spanischen Filme und so. Aber irgendwie dieses Familiending mit den Geschwistern und so, da stehe ich immer drauf. Also ich hasse es sozusagen, aber stehe drauf. Ja. Okay, hast wieder einiges geguckt. Dominik hat nur Mel, Manu, Sada, Michael Muschalka, Adrian. Okay. Ja, das war vorhersehbar. Okay, der Twist ist vorhersehbar. Trotzdem war für mich die Tragweite. Und ich kann auch verstehen, wenn er langweilig ist. Kann ich auch verstehen. Pregnant with Anger. Nicht gut. Bullet Train, 4 Sterne. Predator 3 und 1 nochmal geguckt. 3,5. Nur 3,5, Adrian? Was da los? Hast du nicht geguckt, als du klein warst, oder wie? Oder mochtest du vielleicht trotzdem nicht? Nee, das ist ja falsch hier. Blablabla. Die Yari. Predator, Frontiers. Was ist das nochmal? Hab ich nicht gesehen. Sieht ganz nett aus. Das ist einer von den Terror-Französischen. Aber passt zu der Zeit. 3, 2,5 nur, finde ich nicht so gut. Ah, kann man sich reinziehen. Phase 4 schon wieder, gucken irgendwie alle. Ist der irgendwo, der ist bestimmt irgendwo zu sehen auf Prime oder so. Oh, gibt ein Herz und 4 Sterne. Exorcist The Beginning, ja. Yeah. Achso, das hatten wir schon. Min, hast du gesehen? Ach, Min habe ich immer noch nichts zugemacht, ne? Oh. Muss ich auch noch machen. Marry Me, ja, das hatten wir schon. Da waren wir ja schon. Ey, den muss mir gucken, das ist zu wenig. Basti, was geht bei dir? Watchmen geguckt, geiler Film, 5 Sterne, ist auch schon lange her wieder, muss ich einmal wieder gucken. Konstantin, ich mag Konstantin voll gerne, ne? Ich mag den voll gerne. Ich liebe den fast schon. Das ist so, Guilty Pleasure kann man nicht gar nicht nennen und so. Klar, da sind die Effekte, ich meine, da ist Rachel Weisz noch so, Shia LaBeouf in der Mini-Nebenrolle, okay. Keanu Reeves ist da auch. Passt, das wird auch gar nicht so gehatet. 4 Sterne von Sada, brava. Guess nur 3, 3,5 von Oliver, 3,5 André, Bastia 4, wie gesagt, Hakan 3 nur, auch nur 2. Ich mag den echt, der ist mega. Francis Lawrence, warte mal, der hat doch jetzt irgendwas noch gemacht. Ach ja, der hat die ganzen Muggeltöne, der Dreadsparrow, Legend. Ja, das ist nicht so doll. Aber der war super. Super, super, super. Mit einem der besten Teufel auch. Interpretation. Ach, du hast auch Dark Glass gesehen, Basti. 1,5 Sterne.
Ja, Dings, ja, geil. So, Northman. 3,5. Ich fand den auch, ja, so in die Richtung. Lost in Translation, hast du gesehen wieder? 5 Sterne. Auch schon lange her. Sala die Tod. Housebound. Habe ich immer noch nicht gesehen. Nee, habe ich immer noch nicht gesehen. Der soll auch so eine. Sarah will auch gucken. 4, 2, 3,5, 4. Weil der soll ja so eine Dings sein, ne? So eine, Persiflage quasi, eine intelligente auf eben dieses House-Horror-Ding. Ja. Auf jeden Fall ist hier Dings in den 70ern unterwegs, ne? Basti. Wen haben wir denn noch hier? Ah, nicht haben wir denn, ne? Nee, Oliver war ich noch gar nicht, ne? Drive. Light and Magic, 3,5. What the fuck is this? Ach so, das ist die Dokumentation. Okay. Dokumentation. As above, as below. So below. So heißt der auf Englisch. Katakomben heißt der einfach nur, ne? Ja, okay, weil das von dem Poster her, aber ganz ehrlich, da ist der Katakomben ein coolerer Name. As above, so below. Ist ein bisschen bescheuert für so einen Film. Ich mag den voll gerne. Ich habe den im Kino gesehen. Den hast du nicht gesehen, Sara? Er ist natürlich von Footage, ne? Wir gehen da mit der Kamera durch. Durch die Katakomben von Freien Paris. Ist das da wirklich eigentlich so? Das soll ja so heftig sein, ne? Gibt's ja. Boah, ist voll gruselig. Dann nutzt sie natürlich wieder diese Platzangst aus. Und gleichzeitig ist da wieder was Crazyes. Ich mochte den voll gerne. Wie gesagt, also. Ja, finde ich cool. Nicht so sagst du, wow, aber. Hey, genau das, was sein will und so, das ist er. Und ich glaube, das Mädel war auch wieder ganz hübsch. Der Typ, es waren so, also auch hübsch, meine ich auch wieder, jetzt nicht so oberflächlich sehen, aber bei so oberflächlichen Filmen, so wie Effekte und Jumpscares, muss auch das dann okay sein. Und damit meine ich eher so sympathisch. War sie das? Passt bestimmt so französischmäßig. Der war auch, also es waren so die Figuren müssen halt, diese Typen, meine ich, die werden ja auch, die sind ja, gibt ja keine Tiefe. Mr. Nobody soll ich unbedingt gucken, finden ja alle gut. Ich glaube, ich habe den gesehen oder sowas in der Art. Ja, sowas in der Art gibt es schon viel, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass du den magst. Den Katakomben ist, glaube ich, nichts für dich. Magst du von Footage eigentlich, Sada? Was jetzt gar nicht? Liebe auf den zweiten Blick, schreibt Gess hier unten. Mr. Nobody. 5 Sterne, also wird 5 Sterne von Gess. Oliver 4,5, 5 von Basti. Und er sieht so kacke aus, ne? Das Poster sieht so aus wie so ein billig Sci-Fi oberflächlich und so, ne? Das täuscht wahrscheinlich. Aber der hat auch nichts gemacht sonst. So richtig tolles, oder was? Ja, unser Franzose ist das doch. Ist der Franzose dieser? Oder ist das Belgisch dann? Ist das ein belgischer Regisseur? Von Futsch geht schon. Ja, es gibt ja mehrere, die in den Katakomben spielen. Ja, okay. Ja, kann sein. Aber ich weiß ich gar nicht. Also würde Sinn ergeben. Hier ist auf jeden Fall keiner dabei. Und das ist so. Da gibt es bestimmt so ein paar billigere, aber das ist dann so der teurere. Kommerziellere. Glenn Close. Ist das hier so ein. Sind die jetzt wegen. 3 Sterne. Terrence Stamp, Stephanie Martini. Ja, okay. Wegen Dings unterwegs, oder wie? Wegen. Ja, wie heißt denn diese Serie da? Downton Abbey. Die auch bestimmt toll ist. Alter, Oliver, wieso folgst du denn 1000 Leuten? Weil die auch so viel folgen sollen? Oder weil ich wirklich für die ganzen Mal interessiert? Das ist doch echt heftig, Alter. 947 Leuten. Was ist da los? Erklär dich. Aber du schreibst ja auch keine Rezension, oder? So, dass man sagt, okay, dass Leute bei dir lesen oder so. Und du bist auch aus Hamburg? Also auch. Jetzt bin ich aus Hamburg. Bist du ja manchmal auf Fantasy Filmfest? Ich mal überlege jetzt, ob ich dann jetzt dann im Dings da Fantasy Filmfest gehe. Vielleicht teile ich das auch und gehe 2 Tage so, weil ich schaff's nicht so lange. Das ist echt alles übertrieben teuer geworden, auch durch Corona und so. Auch die Hotels und so, ist echt krass immer. Und dann am Wochenende sowieso. Und dann gibt es kein 9-Euro-Ticket mehr. Auf einmal meist so 2 Tage in Hamburg, 2 Tage in Köln oder so.
Geht schon, das ist der Agatha Christie-Film. Ah, cool. Okay. Crooked House. Aber sonst war ja nichts bei ihm jetzt hier, ne? Blackbird, 4 Sterne. Kenne ich auch nicht. Hat auch ein guter. Rauskam. Das Jimmy King beginnt hier. Prison Sentencing. 22, ach, ganz neu. Okay, dann der läuft wieder noch über den Weg. Silent Running. Hier der Oldschool und Dings oder was? Ah, habe ich den nicht gesehen? Ich glaube, den habe ich gesehen. Egal. Copycat. Ja, Copycat mag ich ja nicht. Auch voll gerne. Musste gar nicht wie war, so ein richtig 90er Jahre Flair. So diesen. Diese ruhigen Triller, da kam ja echt eine mega Ski auch raus. Das alles so, ja. The New Pope hast du gesehen. Muss ich immer noch gucken. Ich habe die erste Staffel gesehen. Und die zweite immer noch nicht. Die wollte ich mir aber holen, weil ich die erste auch gekauft habe. Und die wollte ich dann irgendwann mal zu den Banausen mitbringen, weil ich die erste damals auch bei den Banausen besprochen habe. Sie habe ich auch vorher nicht geguckt, wie Sterne. Wie viel hast du der ersten gegeben? 3,5? Findest du die zweite besser? Okay, interessant. Cool. Das ist doch cool. Palm Springs, Everest, das hatten wir, glaube ich. The Girl in the Fog auch mit bla bla bla. Bla bla bla. So, komm, ich muss jetzt mal, jetzt gucken wir mal hier, was hier geht. Trailer-mäßig. Trailer! In den 90ern war Seekal der heiße Scheiß, ja. Und ich mag diese ruhige, schöne Atmosphäre. Das liegt natürlich auch, dieser Nostalgiefaktor spielt ja wieder eine mega Rolle, weil diese Filme liefen dann natürlich auch ohne Ende im Fernsehen. Und die hat man halt immer geguckt. Das ist halt das Ding gewesen. Wie gesagt, in dem hier in dem, ach, mir Sandra Bullock, die Filme und die ganzen Dinge. Und hier Morgan Freeman und diese ganzen, auch die gerade nach Seven dann noch mehr kamen. Videoclub. Das hatte ich ja erwähnt, erzähl da so ein bisschen davon zu Bullet Train im Podcast. Aber den, genau. McDonough. Wieder mit den beiden. Nach Brügge sehen und sterben. Und ich mag Brügge sehen und sterben sehr. Der wird auch wieder gehasst so ein bisschen, weil der auf der einen Seite so hoch gelobt wird, aber ich glaube gar nicht, dass der so hoch gelobt wird im Sinne von Meisterwerk, sondern dass es wirklich ein cooler, auch gerade Colin Farrell-Film ist. Also, komm. Warte, warte, ganz ruhig. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich freue mich jetzt voll, den zu sehen. Wieso ist der so komisch im Format? Und ich mag alle seine Filme, ne? Ich mag die 7 Psychopathen da. Ich mag Brügge sehen und sterben. Was hat er noch gemacht? Egal, wir gucken uns das mit dem Trailer. Ein bisschen leiser. Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you. When you didn't do anything to me. Guck mal, Colin Farrell sieht doch wieder ganz anders aus irgendwie. Der sieht für mich jetzt. I just don't like you no more. Und Gleason sieht immer gleich aus. Der sieht immer gleich aus. Yesterday. Brent. Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12? What the hell's going on with you, me feckin' brother? He's dull, Siobhan. But he's always been dull. The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey's shite that day. Well, it wasn't me little donkey's shite, it was me pony's shite, which shows how much you were listening. Ach ja, 3 Billboards, Mann. Das hat er noch gemacht, das vergisst er immer wieder. Jetzt weiß ich, das stimmt. Also nur geile Filme, meiner Meinung nach. 7 Psychopathen, auch so mit dieser Ebene, wo es auch so ums Drehbuchschreiben geht und das alles. Und der auch wieder, der so geschafft hat, so ein bisschen anders. So dieses, was man mochte, dieses Snatch, Pulp Fiction, so interessante Leute mit ein bisschen Witz reinzubringen, viele Figuren, Schießereien und so und so Krimi-Dinge und so. Das hat er geschafft, mit Donner so auf seinen eigenen Style auch zu machen, wieder zu beleben. Für mich ist er das so. So einer, der ein Guy Ritchie Tarantino-Art ist, aber was ganz Eigenes. Also deswegen umso geiler, finde ich. Und 3 Billboards, natürlich springt der nochmal so ein bisschen raus, ne, klar.
Aber hier Brügge, sieben Psychopathen und vielleicht auch der sieht jetzt nicht so aus, macht das eben. Und ist ja geil, dass er nicht immer alles so. Und Colin Farrell sieht halt ganz anders aus, weil er einfach glatt rasiert ist, ne? Der hat ja sonst 3 Tage Bart und ich glaube, seine heftigen Augenbrauen hat er so ein bisschen geschnibbelt irgendwie anders. Dann war er jetzt als Pinguin war er ganz anders. Dann war er hier in dieser Serie, die ich hier mit Mo besprochen hatte, mit dem Bart und so und kräftiger und so sah auch heftig aus. Don't stop talking to me. Colin! And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home. And each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them. And I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you? Not really, no. Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like. Yeah, I'd shush like. Would you not want him to have to do the one finger to see if he was bluffing, like? No, we wouldn't. Because worse comes to worse, he can still play the fiddle with 4 fingers, I bet ya. Going back to your own gang now, Porrig. And talking to me, are you? Why aren't you talking to Porrig no more? That wouldn't be a sin, now, would it, Father? No, but it's not very nice either, is it? Do you know who we remember for how nice they was in the 17th century? Who? Absolutely no one. Yeah, we all remember the music at the time. Everyone to a man knows Mozart's name. I don't, so there goes that theory. Can't be waiting around for any more of this madness. Let's just call it quits. We won't call it quits. We call it the start. Ja, und Written und immer sein Original-Dings. Natürlich kein Trailerfilm, was aber auch wieder gut ist. Das ist nicht jetzt, wo du sagst, so unbedingt, ja, da gehe ich rein durch den Trailer. Aber es sieht so aus, als wäre es eben eine tolle Geschichte. Coole Charaktere, ein bisschen Witz dahinter, so schwarzer Humor, aber auch wieder, ne? Also ich freue mich da voll drauf, obwohl ich Dings nicht mag. Ob ich hier diesen kenne, den mag ich überhaupt nicht. Wie heißt der nochmal, der Junge da? Aber der soll ja auch immer gehasst werden. Bla 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 bla. Keegan, ja, Keegan, Barry Keegan, okay. Da 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 da. So, was haben wir denn noch? God's Country? Do Revenge, aber das ist wieder Netflix-Ding. Hab zwar nur die Hälfte verstanden. Ja, das ist heftig da natürlich, wenn jetzt diesen irischen Dings da reinballern. Warte, wir gucken mal hier. Wollen wir check out the future of a new crime thriller one way staring New Pagan Horror Chicky. Haben wir das schon gesehen? Ich glaube schon. Squeal, long till it gets remote of the Eastern River. Oh, Forest Squeal. Squeal, squeal, squeal. Okay, komm. Was ist das hier für ein Teufel? Und hier Atlanta. Ich freue mich schon. Die vierte ist das. Okay. Habe ich denn 3 Staffeln schon gesehen von denen? Ich weiß auch nicht mehr. So. Ach, ich habe was gesehen, wo ich gerade Top Gun sehe. Ah, sonst vergesse ich das. Habe noch nicht reingeguckt. Moment, habe ich gesehen, wie Mickey Rourke über Top Gun spricht. Irgendwie Tom Cruise. Aber ich weiß nicht, ob das verarscht war wieder. So, hier, Tom Cruise ist irrelevant. Damit Untertiteln. Ja, besser mit Untertiteln. Das Beste an der großen, weiten Welt. Besonders, wenn ich immer unterbreche, ne? Gut, der spricht jetzt aber, glaube ich, langsam. Mal gar keine Tatsache. Oh, noch eine Werbung. Ach, so witzig, dass er da Werbung für macht, ne? Für was die Werbung machen und so. Na gut, die kriegen Geld, aber es ist schon krass, Alter. Das ist so krass. Trading mit einem Plus. Spoken uncensored from Hollywood Hotshot to Hollywood Has Been and back again. Acting legend Mickey Rourke defies cancellation in a stunning and sometimes scandalous career spanning 40 years, including a lost decade in the Hollywood wilderness. He's fought and feuded with the titans of Tinseltown, has an opinion on almost everything, and I'm delighted to say he joins me now live from Los Angeles. Mickey, Wieder great to aussieht, see man. You. Great to see you. I heard you mustering great. Before we went to the commercial break. What is uncensored, Mickey? I would Mensch, say ist das? you are an uncensored Gruseliger man. Anderer Mensch. Well. I'm my own man.
How have you been? I've interviewed you numerous times over the years. You look in great shape. Yeah, the COVID thing actually helped me out a little bit because I was able to go around all the different sports shops and get all the workout equipment I needed for close to a year and a half. So I did nothing but like train for, you know, 45 minutes twice a day and did a lot of reading and soul searching and kind of tried to figure out, well, I was working out a game plan for the third chapter and trying to go over all the mistakes I made the first two chapters and not making them again because it just made life difficult for me, you know. And I've said this before, you know, about over 20 years ago, I was sitting in my, I was in London actually, at Blake's Hotel. Okay. Gibt's da die Stelle? Kann man das irgendwie wieder nur so ein... And you either live in shame, repercussions, or because of where I came from. And if I could just behave myself... Have to operate under... About what? Cancel culture. Wie der aussieht, Alter, warte, ich muss jetzt... Ich brauche jetzt ein Foto von Mickey Rourke hier. Das ist echt heftig, Mann. Das ist echt zu heftig. So, hier. Warte. Jetzt ist das genau die falsche Seite. Oder? Könnte sein. Das könnte sein. Oder nicht? Vielleicht ist er schon gar nicht mehr unter uns. Der ist bestimmt schon irgendwo auf einem anderen Planeten und hat ihn nur so ein Double gelassen. Das ist immer so ein Doppeltrick. Ja. What the fuck, Alter. I don't have any opinion on all that. Well, what do you think when you see people being cancelled for having an opinion? That happens all the time. It's nothing new. But do you think he's right? I would have to be given a specific case. Well, I'll give you one. So Macy Gray, the singer, came on my show last week and said what her definition of a woman was. And she got so much abuse for her honest opinion that she had to go on the Today Show in America and effectively back down on her opinion, which I thought was ridiculous. There's an example of the kind of mob mentality. I don't think anybody should have to apologize for what their personal opinion is on, so Basti, on any matter. Das ist Mickey Rourke. Kennst du nicht, was? Unless their personal opinion is very narrow-minded and is going to hurt other people. You said some interesting stuff about Vladimir Putin after you met him in 2014. You wore a T-shirt with his picture on it. That was 2014. Okay? No, that's what I said, yeah. So I wanted to ask you whether you're... I just want to make that clear, okay. Yeah. I went over there in 2014. And it was some sort of event where some entertainers from the States came over and he was dancing with Sharon Stone and he actually was singing a song on a piano. And then he invited me specifically to go to his hometown in St. Petersburg to visit a home. Nicht, ob du den kennst, sondern ob du den erkennst. Darum geht es, was anderes. Kind of incurable cancer. And that was really heartbreaking to go to. Yeah, blah, blah. That was in Ukraine and bombing little children to pieces every single day. That's the thing that blows my mind because killed Leute, okay, Krieg, das wollte ich auch nicht hören. Ich wollte jetzt nur was hören wegen. And the only thing he had. Wollte ich eigentlich nur diese Zunge. Weint er jetzt oder was? Kind of hard for me to talk about. It, the only thing he had was this little gray kitty. And I looked at that image, that fucking image, sorry. And I said, how can I have anything to worry about? Losing a movie, somebody saying bad shit about me, or
I'm having a... Oh, schade, ich dachte, die kommen jetzt. I'm going to have to end the interview, but what I want to do, if it's okay with you, I want to carry on. We'll carry on, Mickey, after we come off air, and I'll record it for later in the week, okay? All right. Warte, wir sind zum Gußkrag, Mann. Das gab's doch nirgendwo. Scheiß drauf. Nee, weißt du, was man da gucken muss? Da muss man in die Kommentare gucken. Tom Cruise Movie has generated more money than any actor in his history. Entferne bis zu 20 Mal mehr Plug. Wie weit sind die denn jetzt eigentlich? Wie weit ist denn Top Gun? Gun Maverick Box Office. Wo sind die denn jetzt? 1,28 Milliarden US-Dollar. Nicht schlecht, ne? Schon krass eigentlich, ne? Das ist echt krass. Für so einen Film, ey, wenn man überlegt. Das Einfachste, was man machen kann, weißt du? Einfach so wirklich so einen einfachen Kinofilm. Und die dann machen so Avatar und mega MCU, damit sie im Finale. Und Tom Cruise macht mal kurz so einen Top Gun-Film, wo sie mit dem Düsenjäger ein bisschen rumfliegen. Der auch so keine Story hat. Ein paar Schauspieler, auch nicht die bekanntesten oder so, ne? Also die alle nichts kosten eigentlich. Nicht die Mega-Mega-Stars sind oder so, ne? Die meisten Nebendarsteller sind richtig gut, ne? Nicht mal wirklich ein Bösewicht so, was jeder guter Film braucht und so, das ist echt so heftig. Und dann ist auch noch 1:1 wieder aus den 80ern. So krass, das ist hier übrigens. So. Warte, was gibt's denn jetzt hier noch? Trailer-mäßig. Trailer. Genau, wo hab ich das denn geguckt? Jetzt hier bei Moviebox. Squeal wollten wir gucken, das sieht so gruselig aus. Hab ich das richtig geschrieben? Hab ich das geschrieben? Ist das der Typ Kevin Jens? Ist das dieser hier von... Der, ne? I don't understand. You speak English? I'll take you home. Das ist doch der Typ, der zum Beispiel bei wie heißt denn der mit Kate Beckinsale jetzt nochmal der Film? Mein Gott. Nicht Van Helsing, sondern der andere. Sag mal, Sada. Basti, das wisst ihr doch. Das ist doch unglaublich. Okay, wir konnten den Trailer ein bisschen mir einfallen. I even don't know where I am, so. Where are you from? I come from... A noisy place, not like this. Ja, Underworld, genau, ja. Das ist dieser Lucana-Vampir-Gemisch aus Underworld, der das Love Interest. Da. I'm not your pig. Please, do it. My father will punish you. Believe me, I don't want it to happen. So sehen gruselige Menschen aus. So sehen die aus. Okay, das ist witzig. Schade, dass man das schon gesehen hat. Das ist ja mega witzig. Es nicht sehr do. What you're looking for might be right. Ich mag Underworld. Ich mag es auf jeden Fall. Das ist für mich so ein bisschen wie Resident Evil. Mag ich auch alle. Voll witzig, der Trailer. Voll sympathisch irgendwie. In front of you. Ja, Prime Activity gehört nicht so in dieser Riege dazu, aber ja. Du meinst jetzt von Serien, die du nicht gut findest, ne? Mach mir nicht an. Basti, mach mir nicht an. Cool, oder? In Theaters August 19. In Theaters August 19. The Harbinger. Das kommt mir vor, The Moving to Small Window. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hast du das auch schon gesehen? Her evil the second she got out of that car. Rosalie exhibits signs of psychopathy. He could have been killed, honey. He wasn't.
Are you saying she's Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Cursed. She's just a little lost. All the bad stuff started happening when you guys got here. How does an 80-year-old woman get up in a tree like that? The Harbinger has come. The Harbinger is a traveler doomed to hell unless he does the devil's bidding. We all end up the same way. She is a sweet child. Cursed! There has to be another way! As dark as a black hole. The Dark Lord. The devil has my daughter. He's been summoned. I can see him burning in hell. And he has forced me to do something terrible in order to get her back. There is no prayer. It's pure evil. Or chant. Or song. That can save your daughter. Also, klassische das Omen-Thema, bisschen Exorzist, so keine Ahnung, aber der Trailer ist halt nicht gut gemacht. Überhaupt nicht. Ich meine, der zieht auch die ganze Zeit den gleichen Rhythmus durch, bis zum Ende hin, einfach von Anfang bis Ende. Außer, dass er dann ein bisschen mehr Bass hat und ding schneller wird. Aber jedes gute Bild folgt ein schlechtes Bild. Also, da sind ja ein paar geile Bilder dabei gewesen, aber genauso viele beschissene Bilder, wo du dachtest, so, okay, das habe ich zu Hause gerade mit der Handykamera gedreht oder so. Und auch schlecht inszeniert und so muss man ja sein. Das ist dann wieder doof, wenn es so viel Interessantes hat, wie auch, aber schlecht ist, das ist echt Phantasm-Klon. Ja, vielleicht auch ein Phantasm, sah auch ein bisschen aus, hast du recht. Also gibt es eigentlich davon kein Remake. Ah, ich habe nichts gesagt. Klopf auf Holz oder so, wie war das? Tell Me Lies. Glorious. Jaws, Official IMAX Trailer. Steven Spielbergs Klassiker Killer Shark Blockbuster will be the Turning Theater September. A new IMAX Trailer has been released. Okay, das wäre cool, wenn das hier passieren würde. IMAX wäre natürlich heftig, aber. Okay. Jetzt nochmal einmal Trailer ein. Mal sehen, ob irgendwas Neues kommt, aber dann. Neue Kino, bla bla. Deadpool 3. First Look ist wieder verarscht, wahrscheinlich. So, also Festival wird schon was. Der Patient, das haben wir schon gesehen. The Friend. Wieder mit Dings. Ach, das haben wir schon gesehen, ne? Das sind ja alles nicht neue. Bubba, habt ihr den schon gesehen? Ist der gut? Blond. The Princess. Ach, einfach nix, oder was? Ach, Andor, ne? Ist jetzt ein Trailer raus, ey. Ah, da muss ich jetzt reingucken einmal, weil ich will die Serie nicht sehen. To steal from the Empire? You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine. Was ist für ein Bild, wo die Kaffee trinken oder was? That's all like me would ever get inside their house. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? I need all the heroes I can get. For the greater good. Call it what you will. Let's call it war. It's fermenting out there, son. Pockets of fermenting. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. As long as everyone thinks I'm an irritation,
There's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? This is what revolution looks like. I'm tired of losing. Ja, ich gebe dir genau, Basti, genau das Label denke ich nämlich auch. Ich hatte überhaupt kein Interesse und das Problem ist, es sieht ganz gut aus und es fühlt sich so an, dass es wahrscheinlich die beste Star Wars-Serie wird. So, okay, Mandalorian schon nochmal für sich so irgendwie. Aber die beste wird, weil die eine Story hat und Figuren und funktionieren könnte, auch wenn Star Wars nicht da wäre, sozusagen. Es könnte einfach eine Sci-Fi-Serie wahrscheinlich sein, eine gute. Das ist das vielleicht auch. Und die Figuren waren auch alle toll. Und da hatten sie mal, gut, jetzt, ich weiß nicht, wie die alle heißen, so die Colonels da von dem Imperium und so sind jetzt mal Damen. Und endlich mal auch Damen und nicht nur die Herren und so. Obwohl das eine witzig war. Da muss ich ein bisschen lachen, gerade am Anfang, wo die zwei von dem Imperium da aus dem Thermobecher trinken, so gefühlt. Das war ein bisschen what. Aber ich glaube auch, dass das eher jetzt keinen Bock eigentlich auf sowas habe, weil Obi-Wan Kenobi fand ich richtig scheiße, wirklich. Also richtig langweilig und scheiße. Und Mandalorian liebe ich ja, die erste Staffel wäre super, die zweite war auch noch gut. Und Dings fand ich auch richtig scheiße. Wie heißt der andere Daniel nochmal? Boba Fett war auch richtig scheiße. Und ja. Und das ist mal eine, wo wahrscheinlich keiner von den, hoffentlich auch keiner von den ganzen Idioten da kommt aus Star Wars, Entschuldigung, Idioten jetzt, aber die wahrscheinlich so am besten so funktioniert. Mein Gott, so eine Kacke, ey. Na egal. Let the right one in. Was? Was war das nochmal? Das kam mir so bekannt vor. Was? Egal, komm, ich will das jetzt nicht gucken. Wolf, Leute, da wollte er mich kriegen, weil die Frau da halb nackt ist. Wenn, vor 2 Wochen. Gibt's denn nicht irgendwas Neues vor 5 Tagen? Was ist das denn? Was ist das? Das war so ein Billigfilm, ne? Oder was? First Horror Movie Trailer. Ach komm, ich guck jetzt rein. Auch der letzte. Und dann war es das, ey. Dann ist Game Over. Dann ist sein Game Over. Over, over, over. Und Basti schon den Podcast zu Tenebra gehört? Also ich habe einen Marker gesetzt. Ist wahrscheinlich jetzt zu spät. Aber nach den ersten 7 Minuten, dass man dann wirklich zum Film direkt kommt, nicht mit der Laberei. Ach komm, Mann, ist doch auch nur ein Rip-Off von Lone Wolf und Cub Investor. Ja, es ist halt so, es ist halt die, was es ja immer ist, weil irgendwann, weil das mega runtergebrochen ist. Und das macht ja Mandalorian so gut. Weil er dann trotzdem aber so ist wie so eine A-Team-Serie oder so. So die ganzen klassischen Serien eher auch aus den 80ern und so, die so ganz einfach strukturiert waren, immer so ein Ding und von der Handlung her wenig. Und weil es halt wenig ist, kann man es natürlich auf alles aufbauschen und alles dann da am Start sind. Aber das ist ja das Gute, es muss ja genug gut gemacht sein. Das ist ja wie gesagt, Top Gun funktioniert mega, alle finden es gut und so, weil es halt einfach ist. Aber einfach muss auch gut gemacht sein. Ne? Das ist ja, das sehen wir ja bei, gut, ich kenne jetzt die ganzen Filme, die ich jetzt demnächst bespreche, aber Prey ist einfach gemacht. Gray Man ist quasi einfach gemacht von Story, was da passiert, auch wenn dann bombastisch rumgeballert wird. Aber das muss auch alles, die trotzdem müssen ja die einzelnen Zutaten stimmen, ne? Ich mache einen ganz normalen Marmorkuchen oder einen Käsekuchen, diese einfachsten Sachen, die schmecken trotzdem tausendmal anders und so, obwohl da nur ein paar Sachen anders sind, ne? Oder nur Caprese, Tomate, Mozzarella. Alter, das ist das Einfachste überhaupt. Aber umso wichtiger ist, dass du es halt gut machst. Die richtigen Zutaten, die richtigen Mengen von allem. Wie du schneidest, wie du es machst und so und die Art und so. Jeder kann es ein bisschen anders schneiden. Du kannst einen Caprese auf 1000 verschiedene Arten machen nochmal. Dumm gesagt und so, obwohl da fast nichts ist und so. Ne? Welches Olivenöl, wie viel Salz, welches Pfeffer, welche Mozzarella, wie du die, ob die mit zerpflückst, ob du die schneidest, wie du die schneidest, wie du die zerpflückst, von wann die sind, bla bla bla, Alter. Das ist ja das Geile und so. Und klar kannst du immer sagen, ja, das ist ja so einfach, das gab es schon 1000 Mal, ja. Aber je einfacher, umso schwieriger. Nee, noch nicht Ohrenentzündung auf Beine und, ach fuck, Alter, okay. Krass, ey, dann gute Besserung, Basti. Das geht ja mega, ey. Hast du da noch so wirk-kotzmäßig und so auch im Start? Weil, oder geht das von dem
Alter, von dem Orientierungssinn hier. Wie heißt das nochmal? Gleichgewichtssinn und so. Und da sind halt so Sachen wie Mandalorian, so diese Kleinigkeiten, dass dann einfach das Thema mega ist. Na, dieses Rocky-Creed-Thema da, was der da so drin hat in Mandalorian. Einfach nur so Kleinigkeiten dann, die einen so hocken dann auch mit. Calling you again. I just needed to hear your voice. I love you very much. Some things may seem broken. Usually just means you stop trying. Everything all right over there, my friend? I'm not much of a bathroom talker. You're not in the least bit curious as to what I have to say. I'm just not into conversations with random dudes hiding out in bathroom stalls. No one is coming to help you, friend. Anybody! So you're a god living in a rest stop bathroom in a stall that's glory hole adjacent. I am he. Das Einzige, was ich geschafft habe, ist Stranger Things. Okay, da spricht jetzt nicht gerade für Stranger Things, ne? Oh fuck, Alter, ja, Alter. Dann hoffe ich, geht das schnell weg, Mann. Ist das ja auch eher anstrengend hier, ne? Jetzt. I am that god. The universe has a favor to ask. Das ist ja witzig. You need to satisfy my physical form. There's only one part of you that can do that. I'm not doing it. I don't care how many people are saved. Total annihilation of all life in the universe. Your feelings tear you up inside, pure and raw. That's what I need for. Boah, J.K. Simmons ist die Stimme echt, ne? Und ich dachte schon, die kommt auf den Kopf. Wie geil, Alter, dass er da mitmacht. What did you do, Wes? Makes me wish I'd driven the extra 40 miles to the next rest stop. That wouldn't have helped. Why? Is there a troll living in that one? Glorious Hole, ne? Geil, also irgendwie geil. Das ist so, deswegen guckt man diese Kack-Trailer zwischendurch, weil man dann so vielleicht doch mal eine Trash-Perle rausfindet. Die ist, glaube ich, gar nicht so. Also, das könnte was werden, glaube ich. Oder? So ein spaßiges Ding. Gibt's den hier schon? Ja. 3,3 sogar bis jetzt. André hat den auch schon auf der Watchlist. Den packe ich nämlich auch drauf, dass wir nicht vergessen. Ist das wohl so ein Fantasy-Filmfest-Ding? Könnte sein, ne? Mal sehen. Fantasy-Filmfest. Mal sehen, was da überhaupt schon an Start ist. Kontrovers. Ich habe die Staffel Stranger Things, die neue, erst die Hälfte bis jetzt gesehen. Ja, kontrovers wird ja passen, weil viele finden ja, das ist die beste. Viele finden ja, das ist die schlechteste. So, La Pietà. Ist das nicht der Dienstag? Oh mein Gott. Ist ein Remake oder was? Warte mal. Jetzt konzentriere ich gerade mal. Wenn ich jetzt Tickets sage, sagen die mir schon die Filme? Nein, nein, nein. Da Filme. A bis Z, ist das dann noch so? After Young hier mit Colin Farrell. American Carnage. Mysteriöser Freundienst. Dead Stream. Employer of the Month. Family Dinner. Freaks Out. Das ist geil, wie die mal betreiben. Ein bezauberndes, von Fantasie bebordendes Meisterwerk. Okay, rate mal, wer zum Essen kommt. Großartig gefilmter Psycho-Horror aus Südamerika. Hans, Medusa Deluxe, Megalomaniac. Auf jeden Fall sieht hier alles gerade wirklich nach Fantasy-Filmfest-Stuff aus. Nothing, der Sinn des Lebens. Nichts. Ein furchtbares Grauen geht um in der kleinen Gemeinde. Old People, provokant, creepy und heftig brutal. So kann deutscher Horror gehen. Deutscher Horror, das finde ich mal gut. Das war ein Fantasy-Filmfest auch mal deutscher Horror-Genre. Müsste eigentlich immer einer mindestens dabei sein. Rosa bedeutet hier keinenfalls rosig. Piggy, das war der erste, glaube ich, der offiziell dabei war. The Price We Pay, Brett harter Horror. Top Action mit Train to Busan Star, okay.
Südkoreanisch, aber Action mehr so. Ja, hoffentlich ist er brutal. Also steht da ja, ne? Nee, Top Action steht immer. Sick of myself. Kranke Beziehungskomödie, ekliger Body Horror. What the fuck? Cool. Sissy. Oh, das hört sich dann immer interessant an, ne? Alles einfach. Something in the Dirt. Swallowed the Twin. Ach so, da haben wir den Trailer gesehen. Ach, der kommt da. Hier mit, wie heißt sie nochmal? Theresa Palmer, die ich eigentlich ganz toll finde. Year of the Dark. Of the Shark. Achso, das könnt ihr nicht sehen. Eine köstliche Jaws-Parodie mit Verstand, Herz und Tätowierung. Witz. Das gab es eigentlich noch nie, oder? Gab es schon mal so eine richtige Scha also Jaws? Persiflage? Ciao, Sara. Grazie fürs Dabeisein. Eigentlich nicht. Ja, es gab Sharknado und diese ganzen Sachen und die meisten wollen ja echte irgendwie Horror-Dings sein. Dadurch sind unfreiwillig dann zu Persiflagen geworden, zu so Komödien. Aber so richtig das intelligent mal machen, das finde ich cool. Oh, da freue ich mich. So ein bisschen so auf vielleicht Shaun of the Dead mäßig und so. Okay, also bis jetzt gut, dann sind das alle Filme. Ich weiß nicht, es sind ja nicht so viele. Aber der war nicht dabei. Dieser Glorious. Cool, Leute. Das war es jetzt auch zufälligerweise. Ja, ich kann einfach ohne Sada nicht weitermachen. Leute, danke fürs Zuhören. Danke für alles, ne? Abonnieren, liken, wie gesagt, Videos andere auf YouTube und so, Stuff ohne Ende. Podcast, Tenebra, Bullet Train und Tor 3. Dann bei den Banausen ist ja immer noch der Bewegtbild-Banausen Bash. Da müsste jetzt Hakan auch langsam von WQF, von meinem Kollege da am Start sein. Die erste Runde muss er noch bestreiten. Ja, bei Filmfressen war jetzt Nope. Neue Kritik raus. Video mit Laura. Hier die von. Nicht noch eine. Hier diese True Crime-Ding. Sonst. Also Nope muss ich noch. Gehe ich natürlich jetzt die Woche sofort ins Kino. Ich freue mich natürlich auf den Film. Deswegen habe ich auch nichts angeguckt. Also gesehen, dass die. Ach, ich habe gar nichts gesehen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern jetzt an die Bewertung. Zum Glück. Dann grazie, salute, grazie Basti, grazie Sara. Grüße an alle anderen, die es dann on demand schauen. Ich freue mich immer über Kommentare.